Hi Leute, hier ist Short Mo von VR. Mein Name ist Mo Tenzen und ich war ja auf der PlayStation Nord, eine kleine Veranstaltung von Sony nur für die Presse, und es ging nur um PlayStation VR. Und dort hatte ich die Gelegenheit, eine Demo von Eden Tomorrow anzugucken, von den fantastischen Soulpigs aus Hannover, wenn ich mich nicht täusche. Und wir haben auch noch ein komplettes Interview mit dem Chef und Entwickler des Spiels, aber ich wollte euch jetzt mal so ein bisschen meine Eindrücke von der Demo schildern. Bei Eden Tomorrow handelt es sich nämlich um ein relativ klassisches Abenteuerspiel. Ihr bruchlandet auf einem fremden Planeten und habt selbstverständlich dann aber auch euer Gedächtnis verloren, leidet also unter Amnesie, bekommt aber einen sehr drolligen Sidekick in Form eines schwebenden Roboters. Der nennt sich selber Newton, und in der Demo seid ihr aber die ganze Zeit noch in einer Höhle, ja? Und ihr bekommt so ein bisschen eure Fähigkeiten erklärt. Ihr könnt nämlich zwischen dem fliegenden Roboter und euch selbst umschalten, ja? Und in beiden Varianten gibt es Free Locomotion, also mit dem Roboter schwebt ihr durch die Höhle, könnt durch enge Gänge manövrieren und auf der anderen Seite dann Hindernisse entfernen, sodass der Mensch wiederum dann durchkommen kann und seine Fähigkeiten einsetzen kann. Das Ganze ist komplett mit dem Gamepad steuerbar. Die Grafik des Spiels ist wundervoll. Also sie sieht wirklich aus wie hier in diesem Trailer, auch in VR. Ne? Das haben wir auch nicht so oft. Sehr, sehr schön gemacht und sehr schön gestaltet und vor allen Dingen auch technisch sehr gut. Ne? Also auf der PlayStation Pro lief das da, gab es keine schlimmen Pixel und sowas. Es sah alles fantastisch aus. Ich habe sehr gestaunt. Und das Ganze gestaltet sich halt wirklich sehr klassisch. Ne? Also ihr werdet da so ein bisschen an die Hand genommen vom Spiel. Es gibt sehr viel Narrative. Der Roboter spricht sehr viel zu euch. Der ist auch recht drollig, ja, so ein bisschen humoristisch. Wird übrigens in der deutschen Version von Kalkofe gesprochen. Ja? Was am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, aber es passt auch humoristisch dann gut rein. Und das Ganze ist, macht wirklich, wirklich Lust auf das komplette Spiel. Man konnte sich dann durch die Höhle so ein bisschen fortbewegen. Da waren kleine Passagen, wo man mal irgendwie durch kompliziertere Strecken klettern musste oder über einen engen Abgrund wandeln, und bekommt halt auch in Form von rumliegenden Audiologs von offensichtlichen Vorgängern, die es schon gab, die entweder auch Schiffbrücke auf der Insel waren oder geheimnisvolle andere Menschen, bekommt man auch so ein bisschen Story noch mit, und die Demo endet dann, während man zuschaut, dass eine weitere Kapsel abstürzt, ein offensichtlich benommener Mensch daraus kriecht und dann von einem großen Ungeheuer verspeist wird. Ja, das Ungeheuer spielt sowieso die ganze Zeit eine gewisse Rolle. Das ist so ein drachenähnliches Viech. Das bedrängt euch am Anfang da auch so ein bisschen, und ich schätze mal, dass wir im Verlauf des Spiels auch noch weiter zu sehen bekommen. Und das Ganze sehr atmosphärisch inszeniert. Wie gesagt, es gibt fantastische, sogar deutsche, natürlich in dem Fall, weil es ist ein deutsches Studio, Synchronisation und auch sehr, sehr beeindruckende orchestrale Musik. Ich glaube, für Abenteuerfreunde ist das etwas, auf das wir uns sehr, sehr freuen können. Im Dezember wird es die Demo, die ich auf der Messe spielen durfte, im Store geben, im PSN. Kann jeder mal reingucken. Und im ersten Quartal 2019 kommt das Spiel dann raus. Schreibt mir gerne, falls ihr noch Fragen habt, hier unter dieses Video. Dann erzähle ich es auch nochmal gerne, wenn ich was vergessen haben sollte. Die Bilder sprechen auch so ein bisschen für sich. Und freut euch bitte auf das Interview. Ich habe nochmal 20 Minuten, wo ich den Entwickler Frank ausgequetscht habe, den Chefentwickler, was sie da eigentlich so getrieben haben. Das war's von mir, Mo Tenzen für MoFunVR. Bis dahin, bin bald wieder da. Ciao, ciao.